Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, wir haben jetzt noch zwei Questen offen, dann sind wir fertig mit den Questen. Hab mich aber gut rangehalten. Das heißt, ich werde jetzt erstmal den Voxel-Matcher starten. Und dann hoffen wir mal, dass wir vielleicht noch das eine oder andere gute Ausrufezeichen-Event mit dazu kriegen. Und dann können wir eigentlich auch heute noch die Extra-Charge, die ich mir noch überlegt habe, auch noch durchziehen. So, jetzt brauchen wir aber erstmal Holo. Willkommen, Dr. Harrison. Das Voxel-Matcher-Programm ist unaktiv. Okay, Opossum. Warten Sie bitte auf die heutigen Datenzuweisungen. Gültige Voxel-Matcher-Bänke geladen. Achten Sie darauf, den Mindestübertragungsabstand zum Pfeil einzuhalten, während Sie die erforderliche Menge an Vox-Daten der jeweiligen Probe sammeln. Viel Glück. So. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier nochmal schnell einen Peaks verteilen. Achso, Maulwurfsradar haben wir auch gleich noch. Oh. Na denn. Aber erstmal Opossum und hoffen, dass das Opossum nicht wieder... Gültiges sonst wie weit ist. Übertragung eingeleitet. Ja, komm. Lauf nicht so weit weg. Der böse Mensch will mich töten. Na, und natürlich nein! Oh, blödes Watz. Bitte Verbindung mit neuem Vox-Übertragungspfeil herstellen. Das war ja jetzt blöd mit dem Watz. Da hat er das hier unten angewatzt. So, einmal im Bauch hier. Und der nächste, der los fängt an loszulaufen hier. Ich hab doch gar nichts getan. Ja, im Kreis drehen ist okay. Im Kreis drehen stört keinen. Heute nicht. Das stört schon eher. Ich frage mich aber gerade sowieso. Ich habe solchen Streuner drinne und. Du kannst mich nicht töten. Ich bin zu schlau. Das Tier kriegt keinen Schaden. Weil krank bin ich eigentlich auch, aber klappt mal wieder nicht. Ah, das macht mir Angst. Na gut. Vox-Übertragung erfolgreich empfangen. Ach komm, weil du gelaufen bist. Jetzt haben wir hier noch da oben Eichhörnchen. Kann ich eigentlich nicht auch von hier unten bis hochklettern? Das müsste doch rein theoretisch auch gehen. So halbwegs. Ich glaube, er war zu hoch, ne? Aber wenn wir weiter Richtung der rechten Seite laufen, dann müssten wir doch mal eigentlich hochkommen. Gab doch hier irgendwo so einen ganz kleinen Weg. Der möglich war. Ja, hier. So, alle hab's. Ist so, als wenn wir jetzt vom Porten gelaufen werden. Also, ist ja noch bis sich derselbe Weg. Jetzt sind wir ja schon oben. Taschen. So, komme ich hier hoch? Nein. Immer noch nicht. Jetzt aber. So, T-Terror haben wir jetzt auch noch. Hey. Ich muss erstmal gucken, dass ich das Eichhörnchen nicht umniete jetzt. So. Na. Ja. Nerdwood schon mal raus, weil sonst haben wir gleich keine Eichhörnchen mehr. Ich hab doch noch nicht mal mehr Nerdwood drin. Und mach immer noch 7 Schaden. Hilft mir das blöde Eichhörnchen. Ei. So, random Eichhörnchen. Ne, das war ein Kanickel, ne? War das jetzt Eichhörnchen oder war das Kanickel? Oh, ich weiß das jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Eichhörnchen, Eichhörnchen.
Jetzt denke ich an Fastnacht. Nee, das war ein Kaninchen. Ja, das war ein Kaninchen. Jetzt habe ich falsch gedacht. Aber selbst sie überleben sowas hier nicht. Da ist noch ein Eichhörnchen. So, ganze Red Away hier rein. Verstrahlung gibt es jetzt hier nicht mehr. So, und hochpumpen hier. Ich meine doch, hier oben waren auch Eichhörnchen. Ja, komm, mach die live wieder voll. Adrenalin rauscht auf dich, Brocken. So, und jetzt aber. Gültiges Dolmetscher-Subjekt gefunden. Übertragung eingeleitet. Es war dumm, mich anzugreifen. Ja, ja. Ich merk schon. Ich will nicht sterben. Ja, dann lauf einfach nicht. Dann stirbst du auch nicht. Vertrau mir. Oh nein, das könnte schlecht sein. Der böse Mensch will mich töten. Nicht in die Richtung, nicht in die Richtung. Heute nicht. Ja. In die kannst du laufen. Lass mich in Ruhe. Verschwinde. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Übertragung erfolgreich empfangen. Selber schuld, sag ich dazu. Gut, dann holen wir uns jetzt nochmal T-Terror. Bevor wir uns das nächste holen. Jetzt bin ich aber überhaupt nicht mehr verstrahlt. Das war natürlich auch super. Freunde. Ich bin höchst erfreut, Ihnen mitteilen. Aber hier haben wir auch eine Maulwurfsratte, die wir uns gleich holen könnten, wenn ich sie nicht vorher ummiete. Das bedeutet, dass meine Spezialmischungen große Gebrauch wird. Also, wenn Sie ein kleines Tässchen mögen, nur zu. Die Kessel werden aufgeheizt. Ich fürchte nur, dass die hiesigen Kreaturen den nächsten Teil nicht mögen. Wirklich ein Jammer. Sie ja, sollten ein darauf Jammer. Achten, dass es keine Probleme gibt. Man merkt, die paar Wahrnehmungen, die ich durch die zwei Teile unnachgiebig ziehe. Wieso kriegt das Hauptwasserrohr gerade so krassen Schaden hier? Okay, hier ist irgendwas kaputt. Warum hat das Ding jetzt so krassen Schaden gekriegt hier? Durch was? Durch wen? Na gut, einfach mal nochmal gucken. Na? So, das ist Sweetie, der da durch die Gegend rennt. Ich im... Gerade ist es ein Kreaturchen. Ne? Mein Glück ist ja, das Gleisgewehr braucht trotzdem nicht viel AP. Oh, kommt schon die nächste Welle? Donnerlittchen! Man sollte eigentlich denken, dass diese Kreaturen sich mittlerweile daran gewöhnt hätten. Die Kessel melden eine Wassertemperatur von 33,759 Grad Celsius. Für einen ordentlichen Tee reicht das noch lange nicht. Solche Dinge kann man nicht überstürzen. Na gut. So.
Ja, da will irgendwie... Ah, jetzt. Ich wollte gerade sagen, da müsste doch langsam mal wieder einer kommen. Heute kommt hier so sehr, sehr viel an. Also ich kann mich hier kaum halten. Es ist sehr, sehr schwierig, hier die ganzen Gegnerwellen abzuwehren. Und ich habe mich jetzt von meiner Fäule erholt. Yay! Nee, da hinten ist auch nichts. Na. 100 hat es mal wieder geschafft, sich durchzuschleichen. Na, komm. Nächste Welle. Meine Güte. Ein Jammer, dass so viel Gewalt vonnöten ist, um eine gute Tasse Tee. Eigentlich traurig. Ein Bolzen nur. Was ist nur aus dieser Welt geworden? Die Wassertemperatur in den Kesseln... Sollte aber auch ein treffender Bolzen sein, ne? 82 Grad Celsius. Nur noch ein kleines bisschen länger. Ich hab dich schon gesehen, alle Dude. Ja. Erwischt. Gott. Wir spielen heute munitionssparend. Dabei will ich sie eigentlich loswerden, aber das Event ist dafür nicht dick genug. Da müsste jetzt schon sowas kommen wie gegen die Schallmauer. Da wird es jetzt helfen, weil da kann ich richtig schön durchholzen und da haben sie auch ein bisschen mehr Reichweite. Da brauche ich dann auch automatisch ein bisschen mehr. Also wie es aussieht, kommt auch heute nur von hier. Bleiben wir halt hier eingesessen und camperisch. So. Und finito. Sogar das 10. Event. So, dann wollen wir mal gucken hier. Holen wir uns einmal all das Fleisch mit. Und dann holen wir uns hier. Mal kurz die Ratte. Obwohl, ich bin noch gerade voll live. Kann mir doch eigentlich gerade total egal sein. Der darf jetzt halt nur nicht weg. Nicht gegen mich, Futter. Suppeln. Ja, komm, beiß mich ruhig. Macht Spaß mit dem Futter. Sammeln in der Zeit ein bisschen Holz hier. Kommst du mit? Beweg dich nicht. Will dich fressen. Ja, ja, wir gehen ein bisschen Holz sammeln. Komm mit. Punkt, Punkt, Punkt. Hier, du bist ja selber dreckig. Jetzt habe ich Vox-Übertragung vorzeitig abgebrochen. Bitte Verbindung mit neuem Vox-Übertragungspfeil herstellen. Wie? Durch was? Durch was ist denn da. Wie zur Hölle ist das jetzt passiert, dass das Tier gestorben ist? Durch was? Keiner in der Nähe, aber das Tier fällt an Altersschwäche einfach um. Okay. Ich habe auch nichts auf der Dornrüstung doch auf nicht, was das? AP, Intelligenz? Nee. 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 Und? Nee. Oh. Hoppala. Ja. Sekunde. So. Dabei wollte ich doch nur mal kurz gucken hier. Aber wir haben ja hier die nächste, wollte ich gerade sagen. Machen wir die hier. Vox-Dolmetscher-Subjekt gefunden. Übertragung eingeleitet. Und zur Not haben wir dann hier ganz viele gleich. Angst vor mir. Ja, ja. Da ist die Beute.
Da ist die Beute. Und ich kann sie töten. Du riechst wie Futter. Ich will dich töten. Hopsen wir hier ein bisschen durch die Gegend. Stirb, Futter. Sie sind denn ja eigentlich schon wieder tot. Hey, bleib endlich stehen, Futter. Dieses Ding macht es mir zu leicht, heute Nahrung zu finden. Das wird gleich richtig schön. Ah, da hat man sich schon eine Krankheit eingefangen, bloß weil man mit denen hier rumeiert. Oh nee. Drei Sekunden noch. Eine. Übertragung erfolgreich empfangen. So, und jetzt können wir die einfach mal kurz wegniedeln. Box-Dolmetscher-Speicher voll. Bitte Holoband zur Verarbeitung und Archivierung der Daten zum Terminal bringen. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer guten Arbeit, Dr. Harrison. Na? Sind noch mehr hier, das weiß ich. Wo ich doch eben alle gesehen hier. Kommt, artig. Gut, ein noch. Ah, da hinten. War da hinten. Das ist immer so nervig an Maulwurfsratten. Jetzt ist aber mal gut hier. Ah, da hinten treffe ich den nicht. Direkt hinterm Auto gespawnt. Ich campe nicht. Nein. Und die teleportieren sich nicht. Nein. Alles so, wie es gewollt ist. Gut. Jetzt können wir hier schon mal den Vox-Dolmetscher abgeben und dann haben wir nämlich nur noch eine einzige Quest. Und dann haben wir das auch hinter uns. So. Na, das lief doch schon mal. So, hier den Injektor einmal rein. So, und Daten für Vox-Dolmetscher eingeben. Passt. Jetzt müssen wir uns nur noch mal kurz ein bisschen leerer machen. Questbelohnung war schon wieder zu viel. Na gut. Ich bin ja auch gerade nicht blutbefleckt, so wirklich, ne? Jetzt reißt hier alles aus. Na gut, wir können aber hier noch mal ein bisschen was fressen. Ich kann auch das Ameisenfleisch und das ganze Konzipielfleisch hier mal so essen. Das geht auch. Wie schnell die Krakapazität mal hochgeht hier. So. Nee, das ist Fleischkonserve. Das wollte ich jetzt nicht so durchsetzen. Erstmal nochmal gebackene Ameise, Hirsch, Hirn, Weich. Ich höre das, wenn ihr mich angreifen wollt. So, Karotten können wir nochmal essen, Köterkeulen. Na, irgendwie. Der snappt hier so komisch. Jetzt sind wir. Wieder auf Normalmaß. So. Dann gucken wir nochmal, dass wir jetzt nochmal ganz fix den Rest abholen hier. Damit es dann auch passt. Denn wir haben auch schon bald wieder das nächste Ausrufezeichen. Und das wollte ich eigentlich in der nächsten Folge haben. Wollen wir ganz schnell die Holodaten hier einsacken. So, zack. Und einmal da oben und oh. Bei der Todeskralleninsel auch nochmal. Ja, es ist ja. Todeskralleninsel ist ja nicht schlimm. Bin ich am Überlegen, noch schnell die Todeskralle mitzuziehen. Ja, komm, mach mal.
So. Kralli. Danke für Fleischi. So, und dann von hier aus noch die letzten. Und dann haben wir wenigstens alle Questen schon mal erledigt. So, dann geben wir mal Gas. Wanderin. Aber jetzt ganz schnell abgeben hier. Nochmal ganz fix abgeben. So, schnell durchhuschen. Und abgeschlossen. Gut, dann einmal kurz verstecken, schnell wegporten, damit ich nicht angegriffen werde. Und dann machen wir hier nichtsdestotrotz einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.